Willkommen zu einem neuen TechView Vlog. Diesmal soll es um die Huawei App Galerie gehen. Nachdem ich die App Suche bereits schon vorgestellt habe, die Huawei mittlerweile auch von einem Drittanbieter mit integriert hat und bei den neueren Modellen wie dem Huawei P40 Lite und sicherlich auch der P40-Familie mit einbauen wird und wahrscheinlich auch beim MatePad Pro mit dabei sein wird und vielleicht sogar das Mate XS, möchte ich euch jetzt den eigentlichen Hauptstore von Huawei noch mal etwas genauer vorstellen, weil es da sehr, sehr viele Fragen zu gab und die will ich jetzt hier kurz ansprechen und beantworten. Öffnen wir das Programm, wird uns hier zunächst einmal die Empfohlen-Seite angezeigt mit hübschen Bannern, die sich bewegen und einige empfohlene Webseiten oder Programme vorstellen, wie beispielsweise die Möglichkeit, hier auch ein bisschen was Werbung in eigener Sache zu machen. Hier das P40 Lite zum Beispiel zu kaufen oder eben Microsoft Office zum Beispiel herunterzuladen. Und darunter gibt es dann eine Reihe von anderen Möglichkeiten, Spiele, Geschenke, Promotionen, Wunschliste. Klar, wenn ihr auf Spiele klickt, dann kommt ihr in die Kategorie Spiele und da habt ihr die Möglichkeit auszuwählen, was für Spiele ihr haben wollt. Gehen wir nochmal zurück und klicken auf Geschenke. Dort gibt es auch immer Promotions. Promotionen heißt es ja eigentlich, aber hier sind es im Grunde genommen Geschenke, die euch angeboten werden, falls ihr bestimmte Programme oder Apps oder Spiele herunterladet. Ich scroll mal ein bisschen runter. Ich habe da, glaube ich, was gesehen. Genau hier, wenn ihr Podcast Go zum Beispiel benutzt, kriegt ihr 30 Tage Premium für umsonst. Und wenn ihr bei Allegro einkaufen wollt, gibt es 10 Coins umsonst. Also da gibt es zahlreiche Geschenkcenter-Angebote. Bei Promotionen landet man auf der Webseite, eine Facebook-Webseite von Huawei. Ich kann ja mal draufklicken. Ich habe kein Facebook, deshalb kann ich dazu wenig sagen. Aber hier gibt es halt eben dann wahrscheinlich irgendwelche Promotions, die ablaufen. Wie beispielsweise das P 40 Lite, das ihr mit den FreeBuds 3 bekommt. Wunschliste ist jetzt bei mir leer. Das wäre eine Wunschliste von Apps, die ihr haben wollt. Und ihr kriegt auch eine Benachrichtigung automatisch, falls diese App in den Store gewandert ist. Ansonsten gibt es neue Apps, die wir lieben. Und dann sehen wir einige neue Apps, die hinzugefügt worden sind. Unter anderem web.de, Radio, T-Online. U-Cut, GMX, Adidas, ihr seht, da gibt es schon einige bekanntere Namen, die mit dabei sind. Tandem, irgendwas, das hat jetzt hier aber das Flickr-Logo. Ist das vielleicht ein Flickr-Client? Ne, das ist ein Sprach-Client. Sprachen üben online, auch interessant. Und zahlreiche weitere Apps. Opera Mini sehe ich hier zum Beispiel, eine Office Suite sehe ich, SZ, MX Player, Blitzer.de, ES File Explorer, Vidman. Zum Downloaden von allen möglichen Videos kann ich auch sehr empfehlen. Es hat das Vidman-Logo, es ist ein anderes Programm. Aber Download von allen möglichen Videoformaten, YouTube und so weiter und so fort, die da unterstützt werden, auch ziemlich interessant. Und zahlreiche weitere Cygic GPS für die Leute, die zum Beispiel eine Google Maps-Alternative suchen mit einer guten 3D-Ansicht und einer guten Verkehrsführung, kann ich zum Beispiel empfehlen. Mein Favorit ist eher maps.me, aber ja, jedem das seine. Telegram X ist hier zu finden. Also es gibt zahlreiche Programme, die auch bekannter sind, die keinen Google Play-Dienste benötigen und hier dann schon zu finden sind. Und die Zahl der neuen Programme, wird eigentlich auch von Tag zu Tag immer größer und ja, vollständiger, würde ich sagen. Man kann dann also hier durchscrollen. TeamViewer beispielsweise, Chip mit dabei, Zara, Videoshow, irgendwas mit dabei. Also zahlreiche Programme, aber auch zahlreiche Spiele mit an Bord. Es gibt dann weitere Apps mit Top-Bewertungen. Tidal zum Beispiel für hochfrequent High-Fidelity-Music. Und zahlreiche Spiele, die man auch anspielen kann, anzocken kann. Und da gibt es verschiedene Kategorien, um eben seine Programmen, seine Spiele zu finden. Ansonsten kann man auch noch auf Kategorie draufklicken. Da kriegt man also verschiedene Kategorien und kann dann suchen, was man haben möchte. Beispielsweise für Fotografie, falls ich eine Fotografie-App benötige. InShot Video Editor ist mit dabei. Es gibt auch ein paar chinesische Programme hier, die aufgelistet werden. Weiß jetzt nicht, ob das an meiner Tablet-Version liegt, weil die aus China stammt. Aber eine Sache kann ich euch sagen: Ihr habt auch die Möglichkeit unter Nutzer
Sachen einzustellen. Unter Einstellungen gibt es nämlich die Möglichkeit, das Land und die Region einzustellen. Und ich habe das derzeit auf Deutschland eingestellt, weil dann kriege ich eben Apps mit Empfehlungen aus der Region Deutschland. Ihr könnt das natürlich für euer Land einstellen und kriegt dann natürlich dort auch die landesspezifischen Programme eher. Wenn ihr das Ganze aus China zum Beispiel importiert habt und das Ganze auf China stellen könnt, dann kriegt ihr natürlich in Sachen Huawei eigene Apps immer ja, aktuellste Updates. Das würde aber auch heißen, dass nicht immer alle Services und Dienste auch wirklich für eure Region, euer Land dann optimiert sind. Und ihr kriegt zwar aktuellere Programme, aber die können dann vielleicht zum Beispiel in der Lokalisierung nicht immer komplett übersetzt worden sein und so weiter und so fort. Deshalb empfehle ich hier wirklich, das für euer Land einzustellen. Aber falls ihr vielleicht in einem anderen Land seid, wie beispielsweise ich gerade in Neuseeland, könnte ich das zum Beispiel auf Neuseeland umstellen und würde dann Neuseeland-spezifische Apps, wie beispielsweise Banking-Apps oder sowas, hier auch sehen, falls sie denn da drin sind. Das jetzt nur so als Beispiel. Ja, ansonsten unter den Nutzereinstellungen habe ich die Möglichkeit, wieder auf Geschenke, Prämien, Wunschliste zuzugreifen, aber auch Bewertungen mir anzusehen. Da habe ich jetzt, glaube ich, kann ich draufklicken, weiß gar nicht, habe ich da ein paar Bewertungen gemacht, Kommentare hinterlassen, zum Beispiel in Sachen Browser und ja, und Kommentar, dass das hier im Desktop-Modus nicht richtig funktioniert oder Antworten, die ich geschrieben habe für Kommentare auch eine Möglichkeit. Ansonsten gibt es noch nach Aktualisierungen suchen. Das sucht jetzt nicht nach Aktualisierungen für Programme, sondern nur nach einer Aktualisierung für die App-Galerie oder die Dienste der App-Galerie, also die Huawei Mobile Services. Falls ihr Aktualisierungen automatisch für Programme, die ihr installiert habt, haben wollt, klickt ihr auf den Manager und dort habt ihr die Möglichkeit unter Aktualisierungen zum Beispiel sagen Auto-Aktualisierung über WLAN und dann würde genauso wie beim Play Store hier eben automatisch alles heruntergeladen, wenn ihr bei WLAN heißt in dem Fall, falls ihr über 30% Akku seid und unter 80% CPU-Last, weil wenn ihr gerade einen Spiel zockt oder sowas, sollte natürlich im Hintergrund nicht die Aktualisierung laufen und euch irgendwie das Spiel zum Ruckeln bringen. Ja, das könnt ihr an- oder ausschalten, wie ihr seht, und natürlich auch bestimmte Apps aus der Aktualisierung herausnehmen. Der Manager hat noch weitere Funktionen, wie beispielsweise Installationsmanager, um zum Anzeigen aktuell installierter Programme. Und da habe ich die Möglichkeit, auch zum Beispiel reinzugehen in die Verwaltung der einzelnen Programme und Programme dann zu stoppen, zu deaktivieren und die einzelnen Android-Einstellungen für das Programm dann zu verändern, wie beispielsweise die Berechtigungen oder die Benachrichtigungen für ein Programm. Deinstallieren lässt sich hier eines, entweder einzeln die Apps oder in der Liste mehrere Apps. Dann Installationspakete, auch interessant, falls ihr beispielsweise APKs heruntergeladen habt mit verschiedenen anderen Clients oder Webbrowsern und die nicht immer wieder findet, könnt ihr hier auf Installationspakete klicken und er scannt jetzt quasi euer komplettes System nach APK-Dateien und ihr könnt dann einfach sagen, entweder löschen oder tatsächlich auch installieren. Das geht hier auch komfortabel. Es gibt noch Quick App Manager. Quick Apps sind im Grunde genommen Webverknüpfungen oder Apps, die laufen, ohne dass man sie installieren muss. Und da gibt es zum Beispiel einige Apps, die man benutzen kann. Ich habe zuletzt hier mal T20 verwendet. Und das ist eine eigenständige App im Grunde genommen. Darauf möchte ich weniger darauf eingehen. Das ist aus meiner Sicht nicht wirklich nützlich. Beenden. So. Und es gibt einen Bereinigungslink, der zu den Emotion UI 10 Bereinigungsassistenten führt, der einem auch hilft, Junk-Dateien zum Beispiel zu entfernen oder eine Autobereinigung der App-Daten und der nicht mehr benötigten APKs zu machen. Ja, dann gibt es hier noch die Top-Kategorie, die zeigt euch eben die Top-Anwendungen an. Da zum Beispiel zählt Squid. Das ist eine Alternative für Google News, würde ich mal sagen. Da kann man sich also seinen eigenen Newsfeed zusammenbasteln aus deutschen News, zum Beispiel aus verschiedenen internationalen Newsquellen, je nachdem, was man haben möchte. Und hier seht ihr mal, wie so die App-Galerie aufgebaut ist. Die zeigt einem also die Bilder an, Vorschaubilder für die App selber. Die zeigt einem einen kleinen Text an, die zeigt an, wie groß dieses Programm jetzt ist, in welcher Version, wann das letzte Mal aktualisiert worden ist, ob es eine Altersbeschränkung gibt. Ebenfalls beliebte Alternativprogramme, das sind jetzt auch ein paar News-Anwendungen, die meistens in Chinesisch gehalten sind. Der Entwickler hinter der ganzen Geschichte, die Webseite, Datenschutzrichtlinien und man kann das Ganze auch melden, falls es da Probleme gibt. Ansonsten kann man natürlich das hier auch als Link teilen, falls ihr das teilen wollt mit anderen Geräten oder Kollegen, dass es eine gute App ist. Und ihr habt auch die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben, indem ihr auf diesen Kommentarbubble klickt hier an der Stelle.
Und natürlich das Ganze auch installieren. Kommentare lassen sich auch hier anzeigen. Da kann man die Nutzerkommentare und Bewertungen sich anzeigen lassen. Und die sind auch auf Deutsch, wie man sieht, aber auch teilweise hier zum Beispiel auf Englisch. Und da hat sich ein Nutzer beschwert, jetzt vor kurzem, dass das Ganze doppelt ist und ihm das wohl nicht so gefallen hat. Andere Nutzer waren da doch eher fällig. Ich ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Probleme mit dieser App, finde die auch ziemlich gut, deshalb ist die Bewertung auch ordentlich. Ja, und ja, zahlreiche Apps gibt es hier. Man kann viele Sachen herumsuchen und beispielsweise, wenn ihr Snapchat haben wollt, könnt ihr hier nach Snapchat suchen und findet dann zum Beispiel Snapchat. Ihr könnt es auch direkt aus der Suche heraus installieren, müsst also nicht hier hineingehen. Das ist also schön gemacht, erinnert auch an Googles Play Store, also das ist überhaupt kein Problem. Übrigens für den einen Kollegen, der mal gefragt hat, ob Snapchat funktioniert oder nicht. Ja, es funktioniert, es ist mittlerweile hier drin. Als ich damals die Antwort geschrieben habe, war es hier noch nicht drin. Das heißt, so schnell ist die Entwicklung teilweise auch. Werden auch ein paar Vorschläge gemacht. Hier seht ihr, es ändert sich in der Suche hier mehrfach das Wort auch, wonach man halt eben suchen kann. Und ja, das ist im Grunde genommen ganz grob mal die Erklärung in unter 15 Minuten, gerade knapp etwas über 10 Minuten, wie die Huawei App Galerie dann so aufgebaut ist. Ich kann jetzt nicht nach jeder einzelnen App suchen, weil wie gesagt auch jeden Tag neue Apps hinzukommen. Ob jetzt eure ja, Lieblings-App mit dabei ist, das kann ich nicht jedes Mal euch heraussuchen. Das kann sich auch von Tag zu Tag ändern. Aber ihr habt jetzt schon mal so einen groben Überblick bekommen, wie die App Galerie von Huawei aussieht. Ich bin recht zuversichtlich, dass Huawei das schafft, die App-Galerie Stück für Stück aufzurüsten. Im europäischsprachigen Bereich sollten eben die Hauptprobleme eher so Banking-Apps sein. Aber ich kann ja mal gucken, ob meine Sparkasse hier da bei ist, weil die App selber funktioniert, aber die Sparkassen-Begleit-App für TANS und PINS und so weiter funktioniert zum Beispiel, ist hier nicht mit dabei. Aber andere Banking-Apps, kann man nach Bank suchen, ob es da was gibt. Standard Bank, Stanbic, also da ist vielleicht irgendwas schon mit dabei. Das scheint mir hier eine vielleicht türkischsprachige Bank zu sein. Also da gibt es da wahrscheinlich eher die größten Probleme mit. Ansonsten sind, glaube ich, die lokalisierten Anwendungen hier durchaus zu gebrauchen und immer neue Apps, die hinzukommen sind. Aquamail, interessant. Neuer E-Mail-Client, den ich wohl nicht kenne. Hat auch gute Kommentare bekommen. Und ja, 5 Sterne voll verdient. Sieht auch ziemlich interessant aus. Also ihr seht, ihr könnt auch Programme entdecken, die etwas unbekannter sind, die vielleicht im Play Store nicht nach oben wandern würden so schnell. Das hat also auch Chancen für etwas unbekanntere Apps ziemlich bekannt zu werden. Und ja, ist eine schöne Sache, wie ich finde. Das so die Übersicht zur Huawei App Galerie. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr im Kommentarbereich posten. Und ansonsten liken, subscriben, den ganzen Tanneratsch. Und das war's für diesen Vlog. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.